abgesehen vom Story-Modus bietet uns das Spiel noch zwei Arten von Minigames. Ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar unterscheiden sich die so, dass wir Straßenspiele haben, wie zum Beispiel, ja, Hütchen versteck dich oder wir gehen einfach mal eine Runde pokern etc. So, die andere Seite der Minigames ist... wir können uns ja bei so einem Cyber-Dealer uns quasi was ins Hirn reinpfeifen und dann sind wir in einer anderen Dimension. Und das ist tatsächlich wieder, ja, so ein kleines selbstständiges Spiel im Spiel. Und das geht richtig geil ab. Da gibt es vier verschiedene Sorten davon. Lasst euch überraschen, ich stelle euch natürlich beide im Spiel vor. Zuerst einmal ein Straßenspiel und dann so ein abgefreaktes Drogenspiel. Und dann wieder ein Straßenspiel und dann wieder ein freakiges Spiel. So, was gibt es nicht Besseres, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, beziehungsweise wenn man gerade von der Arbeit kommt, mindestens 8 Blutjobs hinter sich hat. Dann kippt man sich doch gerne mal einen hinter der Birne. Und genau das können wir auch hier machen. Und zwar Wettsaufen. Das hat noch gefehlt in jedem Spiel. Wettsaufen. Wie geil ist das denn bitte? So, genauso schwierig ist die Scheiße aber auch. Anfangs ist es ziemlich easy. Ich habe die Möglichkeit, über die ADVSD, die DVDA-Tasten zu spielen. Oder mit der Maus. Und zwar muss ich das abwechselnd machen. Einmal mit der Maus und einmal mit der Tastatur. Und das mit der Tastatur fuckt richtig mit der Zeit an. Weil das, ja, krass schwer werden kann. So, hier fummle ich mich jetzt mit der Maus. Und wenn ich mit meinem kleinen Kreislein im großen Kreislein bleibe und dann die Maustaste drück, dann habe ich es auch geschafft. Dann kippe ich es obi, das Knapsel. So, der Kollege ist auch schon langsam am Ende. Ich glaube, ist der jetzt schon am Kotzen? Jupp. Jawohl, Game Over gesoffen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber das Problem ist das nächste Level. Und zwar, ich weiß nicht, was sich die Spieleentwickler hierbei gedacht haben. Links muss ich das mit der Maus machen und rechts das mit der Tastatur. Das Problem ist, ich habe zwar zwei Gehirnhälften, aber die arbeitet eigentlich gar nicht bei mir, die linke oder die rechte. Also ich schaffe das nicht. Keine Ahnung, ich krepiere einfach daran, dass ich mit links und mit rechts, mit beiden Händen unterschiedliche Dinge machen muss. Ich bin einfach brain dead in diesem Spiel. Deswegen verkacke ich es immer und immer wieder. So, und weiter geht's mit der Mega-Terror-Spinne aus Spider-Man 12. So, das ist jetzt... wieder was Edge-Gelastik-Geress. Ja, und das ist jetzt kein Straßenspiel, sondern das ist einer der vier Cyber-Games. Ja, in diesem Falle spiele ich eben diese Roboter-Spinne. Das Geile daran ist, bei diesen Cyber-Games, bei allen vier Arten, habe ich ein eigenes Skill-Menü. Hier zum Beispiel könnte ich meine eigene Skin ein bisschen upgraden, zum Beispiel mehr Feuerkraft etc. Das werden wir auch dann nachher noch sehen. Und es macht einfach richtig Hammer Spaß, einfach mal drauf los zu brezeln und alles zu zerficken, was uns zwischen den Fängen kommt. So, das ist auch hier das Skill-Menü. Also wie gesagt, ich habe jetzt drei Unterkategorien. Einmal die Grundlagen, Waffen und das gelbe... Weiß ich nicht, was es ist. So, so viel dazu. Ich glaube, ich sollte anfangen zum Saufen und aufhören zum Rauchen. So, das gäbe es in die Eigenschaften. So, komm. Mit dem Metall. Was ist das? Die Beingrätsche. Oh. Genau, verbesserte Waffentechnik. Ja, was nehmen wir denn jetzt, verdammte Axt? So, verbessertes Geschütz. Ja, das ist immer gut. So, jetzt drauf geschissen, jetzt geht's weiter. Und da fliegen wir. So,
Ob uns glaubt oder nicht, auch in den Metzelspielen haben wir kleine Missionsziele, die werden uns immer wieder zwischendurch eingeblendet werden. Hier ist es jetzt zum Beispiel die Aufgabe, ich glaube, zwei Fahrzeuge zerstören oder irgend so etwas. Später kommen dann Hubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge und etc. Also je länger wir uns hier durchschlagen, desto schwieriger wird's und desto mehr Einheiten kommen und auch verschiedene. Zwischendurch erlange ich dann eben Punkte und mit diesen kann ich dann meine Spinne weiter ausbauen. So, 12 Kopfshüten, ja, das macht nicht mehr Spaß. Ah, die kleinen Scharfschützen, die hauen hier richtig Schaden rein, die Fotzenknechte. Also ich finde den Modus richtig, richtig geil. Einfach nur mal abmetzeln. Genau das, was man im Spiel echt einmal zwischendurch braucht. Um dem Frust loszuwerden. Gut gemacht, Entwickler. Macht echt Spaß, euer Spider-Man-Modus. Ach ja, um Hubschrauber runterholen zu können, ja, können wir mit unserer Spinne die Wände hochklettern. Wer hätte das gedacht? So, und hier ist auch schon ein Hubschrauber. Das heißt, nee, nicht so. Ich muss jetzt hier an eine Hauswand, an die Fassade hochklettern. Weil ich sonst mit dem Fadenkreuz nicht hochkomme. Ach, verdammte Axt. Ah, jetzt. So, Pornosprung. Jawohl. Ja. Wo bist du gerne, Pissili? Da ist er. Und weg damit. Oh, nein, 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 nein. Aber jetzt. Und Ratzeradan. Keine Angst, man hat die verschiedenen Waffenpakete. Das heißt, ich schieße nicht nur mit der Minigun, sondern ich kann auch mit dem Mausrad wechseln zu meinen Raketen. Aber diese muss ich mir erst verdienen. So, Handygames. Wenn ihr welche in der Stadt seht, die was bescheuert mit den Dreckshandy rumstehen und irgendwas abknallen, ja, dann spielen die genau dieses Spiel hier. Das, was wir auch datteln dürfen. Und zwar öffnen sich hier Portale, manchmal 1, 2, 3, 4 oder noch mehr. Und daraus kommen so kleine, komische, hodenförmige Teile. Wenn da zu viele rauskommen, dann wird aus einem kleinen Hoden ein großer Hoden und der wird dann richtig böse. Darüber hinaus können diese komischen Roboter-Alien-Gedöns-Hodenviecher sich auf die Köpfe der der Fußgänger manifestieren. Und dann werden die so depperte Zombies, so lalalalalalala. Versteht ihr? So, auch hier gibt es wieder ein eigenes Skillmenü, wo ich meine Waffen upgraden kann, meine Fertigkeiten. Und es geht natürlich darum, hier alles wegzumetzeln, wegzuschnetzeln, so schnell wie möglich. Die Kollegen lassen hier dann ab und zu mal Teile liegen, wie zum Beispiel Leben, neue Waffen etc. Was habe ich bis jetzt mal gehabt? Hier ist eine Pumpe zum Beispiel. Jawohl. So, die macht dann dementsprechend Laune und auch Schaden, wenn wir auch in der Nähe des Gegners stehen und nicht, so wie ich manchmal auf 5000 Kilometer snipern will. Ja, im Grunde genommen, ja, ein nettes Spiel, aber mir gefällt mein Spider-Spielbesitz am besten. Was müssen sich eigentlich die Leute auf der Straße denken, wie bescheuert das aussehen muss? Welle 7. So, rechts unter dem Radar seht ihr, wo die Portale aufgehen und wo die Viecher herausströmen werden. Und es wird echt mit der Zeit richtig abartig stressig. So, Madness, meine Freunde. Genau das ist es, was wir auch brauchen. Und zwar, ich muss mit meiner Karre Leute überfahren und dadurch saug ich denen die Seelen aus. Durch das Absaugen der Seelen erhalte ich unter dem Fahrzeug oder beim Fahrzeug die sogenannte Seelenkraft. Und mit der Seelenkraft, ja, kann ich meine Seelenpower einsetzen. Was macht die Seelenpower? Ich weiß es bis jetzt noch nicht genau. Ich kann die dann unterm Fahren irgendwann verwenden und sprenge irgendwelche Teile in die Luft.
Es gibt hier zwei Arten von diesen komischen Höllen, Viecher, Dämonen, Zeugs. Und zwar einmal die mit dem roten Feuerkopf, einmal mit dem blauen Feuerkopf. Die Kollegin mit dem blauen Schädel, da kriegt man 2000 und die anderen geben lächerliche 500 Punkte ab. So, wer hätte es gedacht, auch hier hat man wieder ein eigenes Skill-Menü. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel die Fahreigenschaften von meinem Fahrzeug upgraden und so weiter. Ja, was ist der Sinn darin? Ja, einfach die Leute zu überfahren. Ja, das war es eigentlich schon. Also ich muss hier Killstreaks hinlegen. Zum Beispiel überfahre jetzt einmal 12 Leute in der und der Zeit oder hänge die Cops ab etc. Aber primär geht es eben darum, einfach mal aufs Gaspedal zu steigen und in die Menschenmenge rein zu rasen und den Sound zu genießen, wie die Knochen knirschen und in den Himmel pirschen. Ja, also mir hat das richtig Spaß gemacht. Es ist auch gar nicht so leicht, wie man denkt. Auch wenn hier Menschenmassen auf dem Hafen zusammenstehen, die scheiß können richtig cool ausweichen. Und es ist echt heftig schwer, diese Killstreaks zu erreichen. So, jetzt müssen wir eben hier die Cops abschütteln. Genau das war so ein Teil, was ich mit meiner Seelenkraft zur Explosion bringen lassen kann. Und dann kommt irgendwas aus der Erde rausgeblitzelt. Zum Beispiel das, was ihr jetzt hier gerade gesehen habt. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Scheiße ist. Die Explosion. Hörst du die Knochen knirschen, wenn sie an der Kuhle Grill zerprallen? Ja, das war richtig noch. Ja, das ist zerfetzen, zerfetten. So, ich würde sagen, genug vom Auto fahren. Weiter geht's jetzt mit einem Straßenspiel, nämlich Poker. Pokelipoki. Hallo, Pokern? Jetzt? Hallo? So, da sind wir auch schon an meiner Stammkneipe angekommen. Ja, ich mag es jetzt eher kurz. Ihr kennt ja alle, wie Pokern funktioniert. Ich weiß auch, wie es funktioniert. Spielen kann ich es nicht. Deswegen hier nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Für die Leute, die was Pokern nicht können, wie zum Beispiel ich, bin ich auf etwas draufgekommen. Und zwar, man kann während des Pokerspiels mit dem Handy eine Kamera hacken, die was versteckt ist. Und dann kann ich den anderen ins Blatt gucken. Und ich voll Trottel hab da schon so viel Kohle investiert. Und hab's immer wieder verkackt. Hätte ich das bloß früher gewusst, das mit der scheiß Kamera. Hey Johnny, Alter. Was hast denn da Karten drinnen? Sag her, der Blau, sonst pimpert die der Alte wieder. Wie gesagt, ich klicke gerade irgendetwas. Ich weiß, was Pokern ist. Ich kann es nicht. Oh, der hat schon Schiss bekommen. Fault, der ist draußen. Sehr gut. Oh, ganz hart ist er. Und da ist der Flap. Der Flapstack. So, das ist jetzt natürlich meine Hand. Die sieht richtig beschissen aus für das, was auf dem Tisch liegt. Danke, nein und auf Wiedersehen. Und das war das Pokerspielchen. So, weiter geht's mit, ich habe keine Ahnung, ich glaube Alone? Ich glaube, jetzt kommt Alone. Das ist wieder so ein abgespacedes Cybergame. Jawohl. Und genau so ist es. So, Alone. Okay. Kurz erklärt, das CTOS, das ist eben dieses Sicherheitssystem, was eben in der ganzen Stadt installiert ist. So wie bei Terminator hat das System die Weltmacht übernommen und kontrolliert nun auch unsere Stadt. Dieses System entsendet seine menschlichen Roboter, keine Ahnung, Hybrid zwischen Mensch und Roboter-Ding ist eben irgend so ein Scheißdreck. Und wenn die uns zu nahe kommen, dann zermatschen die mit ihrem Mikrowellen unser Gehirn.
Sprich, wir müssen immer Abstand von den Kollegen halten, sonst explodieren wir dann in 1000 Fetzen. So, das Ziel ist es, diese komischen Checkpoints einzunehmen und Gott sprach, es werde hell. Und genauso ist es dann, wenn wir diesen Checkpoint eingenommen haben, haben wir die Stadt von diesem Bereich befreit, dieser Roboter-Armee. So, Entschuldigung, ich war jetzt kurz abgelenkt. Das ganze Setting, das Feeling, muss ich echt sagen, ist richtig genial gemacht. Es kommt sehr, also es erinnert mich sehr an den Film mit Will Smith. Hat er nicht auch irgendwie irgendwas mit Alone geheißen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, doch, ihr wisst, was ich meine. Nur ich bin so dämlich, nicht ihr. Und das Setting dieses Film kommt richtig gut rüber. Und das ist so ein Hurensohn-Kollege. Die haben irgend so eine Mikrowelle am Schädel aufgepflanzt. Und damit brutzeln sie mein Hirn weg. Sprich, stealth-mäßiges Vorgehen wäre hier meist klüger. Die ersten paar Zonen könnte so Rambo-technisch wie ich absolvieren. Im späteren Spielverlauf ist das absolut nicht mehr möglich, weil diese kleinen Pisser, die spawnen dann einfach, also das CTOS regeneriert diese kleinen Mikrowellenherde und spawnt einfach mal vor mir, hinter mir. Und wenn ich da eben dra, dra, hurra, hurra mache, dann ist es aus. Weil dann wehrt sich das System richtig heftig. So, auch hier kann ich wieder skillen. Zum Beispiel, dass ich mir in den Waffenkisten finde, habe ich so eine Sektion gereinigt. Dann befinden sich da auch immer verborgene Schätze. Da sind zum Beispiel Waffenmunition etc. drin, mit denen ich die Mikrowellen ordentlich aufs Blech schottern kann. Wie gesagt, eigentlich ein recht netter Spielmodus. Mir gefällt hier absolut die Atmosphäre. Ich finde es so romantisch, wenn ich so allein ich bin. Oh, macht mir das hot, Baby. Übrigens, auf der hellen Seite der Macht gibt es diese Arschlochviecher nicht. Da kann ich mich frei bewegen, da schnappe ich mir eine Karre und fahre dann quasi eben zum nächsten Checkpoint, den ich über den Tastendruck M aufrufen kann. Suche ich mir den irgendwie mal raus, lege mir meine Route dorthin und dann geht's auch schon los. Und meine Rauchlunge sagt, hallo, ich möchte raus. So, die Gebiete sind so abgetrennt, wir sind da so eine kleine Wand, so eine holographische Wand. Und wenn ich dann diese quasi betrete, dann spawnen auch schon die Mikrowellenherde. So, das Hütchenspiel. Jeder kennt's, jeder hat es vielleicht eventuell schon mal gemacht. Man hat hier ein dämliches kleines Kügelchen, den pflanzt jetzt unter seinen Trinkbecher und dann mischt er das Ganze ordentlich durch. Jo, die ersten beiden Level, die sind relativ einfach, sieht auch einfach aus, aber glaubt mir, ab Level 4, 5 hat er richtig geile Tricks drauf, der Kollege. Und da muss man dann echt schon dahinter sein und genau aufpassen. Oh, come on, man, you wasn't supposed to pick that one. I'll make a bet. Ball, cup. Just try and keep up. Ja, im Großen und Ganzen eigentlich ja, kein wirklich aufregendes Straßenspiel. Ist einfach nur nett anzusehen, wie geschickt der Kollege ist und wie geschickt wir mit den Augen sind. Ja. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Es ist nicht wirklich was Aufregendes. Langzeitmotivation mindestens 5 Jahre. Mindestens. Mindestens. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich den Scheiß so lange jetzt aufgenommen habe. What the fuck? Oh, Mann! Aber gut, ich kann euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben auf das nächste Spiel, was wir sehen werden. Und zwar ist es wieder ein Cybergame. Und zwar heißt es, glaube ich, Physicalic? Irgend so ein Scheißdreck, irgendwas Psychomäßiges. Und zwar, wir fliegen durch die Stadt und müssen auf Blumen landen. Flower Power.
Oh ja. Aber gut, seht ihr dann sowieso jetzt gleich. Wenn ich den Scheiße endlich beendet habe. Ja, ich bin behindert. Oh. Super Biest. Okay, you got me. You want to see the real moves. Come on now, man. Let's see the green. Psychedelik, genau das ist, was ich euch erzählt habe. Also ich fliege quer durch die Stadt und muss hier auf die Blüten landen und bewege mich somit vorwärts. Das ist richtig assig schwer. Und es macht auch richtig Laune. Also es ist richtig geil gemacht. Ich dachte am Anfang, what the fuck, what the hell? Aber es macht echt Laune. Man bekommt dann so richtig Biss, dass man das schaffen möchte. Aber leider ist es nicht für Leute wie für mich gemacht. Aber es macht Spaß. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich find's abgefahren. Geil. Und er hat auch seine Freude dran anscheinend. Auf die Fresse zu fallen. Und vor allem, man muss dann so richtig geile Sprungpassagen einlegen. Also ich kann mit der Tastatur meine Geschwindigkeit nach vorne und zurück, nach links und nach rechts regeln. Und das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, nach, zum Beispiel, wie man es jetzt hier gerade gesehen habe, ich habe jetzt nach rechts gedrückt und der macht gleich einen Satz von 5000 km/h noch rechts. Und manchmal bewegt er sich nur Millimeter und dann wieder 5 cm. Ich check's nicht. Vielleicht bin ich einfach nur zu stoned. Oder man muss stoned sein, um dieses Spiel schaffen zu können. Man weiß es nicht. Übrigens, dieses guten Perfekt zeigt uns an, wie schön wir die Blume in der Mitte auf ihren Dottersack getroffen haben. Ja, und da war es wieder. Der 5 cm Schritt nach rechts. Wow, super. Und voll auf den Totensack. Totensack. Oh, wäre das geil, wenn ich das auch könnte. Einfach bei mir durch die Stadt flitzen. So richtig geile Mega-Blümchen pfeffern aus dem Boden, aus dem Asphalt raus. Und ich schnappe dann ihren Blumensack. Nee, die haben ja keinen Blumensack. Wie heißt denn das bei den Scheißpflanzen? Das in der Mitte hat doch hier einen Namen. Ich glaube nicht, dass das Dottosack, Samensack, Samensack, auch das klingt doch gut. Samensack, die haben Samensäcke. Also wir müssen hier in der Mitte der Samensäcke landen, natürlich. So, hier ein Spielchen für die Logischdenker unter uns. Und zwar geht es darum, wir haben oben die Züge angezeigt, wie viele ich noch zur Verfügung habe und wie viele ich bereits verbraucht habe. So, Schachkenntnisse, ja, nee, braucht man eigentlich nicht. Es wird eh angezeigt, mit was für einer Figur mich... Ich so, nochmal zum Vorne. Mit was für einer Figur, welche Felder ich fahren darf. Ja, es geht einfach darum, mit...
den wenigsten Zügen das Schachbrett abzuräumen. Sprich, man muss da echt ein bisschen taktisch vorgehen. Manchmal klappt es nicht beim ersten Mal, ich schaff's immer beim zweiten Mal. Und es gibt ein Punktesystem. Ein Punkt ist für Volltrotteln. Zwei Punkte ist, ja, okay, hast du gut gemacht. Und drei Sternchen heißt, wow, du hast das optimal gelöst. Ja, recht viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, außer räumt das Schachbrett leer mit den wenigsten Zügen. So, und zack. So, das war jetzt, glaube ich, ein Zwei-Sterne-Manöver. Jawohl. Great job. Ja, und es wird mit der Zeit auch immer schwerer, aber das Grundprinzip bleibt immer dasselbe. Also wie gesagt, wenn es kluge Kipferl seid, gut nachdenken und gut logisch denken kennt, dann ist das genau das Richtige für euch. Für mich ist das nichts, denn ich bin nämlich ein Sautrottel. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich in dem Bereich Minigames und wir sehen uns später in den anderen Videos. Very well played.